So, Freunde, dann starten wir doch mal rein. Hier jetzt mitgenommen die 80-plus Player-Picks unter anderem, aber das Wichtige, der 85-plus Kampagnen-Mix. Eieieiei, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, es erinnert wirklich an diese Partyback-Pack-SBC, die wir halt jetzt zuletzt hatten. Und, hello? Alright, dann gucken wir rein, in der Hoffnung, dass es Glück bringt. Alle aufdecken oder einzeln. Er hat ja anscheinend irgendeine Taktik. Wie gesagt, wenn ihr gerne auch mal dabei, selber dabei sein wollt, bei dem Player-Pick, kommt gerne rum. Ja, bei Twitch bin ich, wie gesagt, live. Gabriel, oh, nice. Und, ja, das ist ja dann ein No-Brainer eigentlich, ne? Gabriel, preislich bei, tatsächlich auch immer noch, hat sich gut gehalten, 275.000 Münzen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein dicker, dicker Win. Sehr, sehr nice. Teurer als die SBC, würde ich sagen, ist immer Win. 40k haben wir eben drüber gequatscht. Ist es roundabout, ja? Die müsst ihr auf jeden Fall rauskriegen. Aber wir haben drei zur Auswahl und ihr könnt euch ja am Ende dann entscheiden, wer es wird, wer es ist. Also insofern, ich finde es nice. Ach komm mal, da lacht uns Sarah direkt wieder an. Hier nehmen wir natürlich Highest Rating mit. Parejo und wieder alle drei. Nein, nein, oh nein. Immer noch keine Special Karte aus den 80 Picks. Die muss ich sagen, bei mir extrem gut gegönnt haben bis jetzt. Also die zwischendurch mal mitnehmen, die refreshen sich ja stündlich. Müsst natürlich nicht alle mitnehmen, aber grundsätzlich auf jeden Fall auch die natürlich ein Win. Player Picks immer sehr, sehr nice. Und wie gesagt, jetzt auch die Kampagnengeschichte. Gabriel schon mal, erster Pick, erster Win. Wir gehen rein in die nächsten. Oh, okay, Freunde. Wir haben noch ein Basis-Icon-Profi-Pack. Oh, das nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Da gucken wir doch mal rein, was wir da schön haben. Auf geht's das Ganze. Und wir bekommen ZM, England. Ja, Moment. Ja, hello again. Wir haben ja auch jetzt gar nicht auf die Friese geachtet, ne? Thunderstrike. Ah, es ist go. Paul Scholes, 78.000 Big L. Eieieiei. Was war die preislich nochmal, die Icon-Geschichte? 381.000 Münzen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Er ist ja eher im Base, aber er kann auch ZM spielen. Ich hatte irgendwie Beckham im Kopf. Der wäre ja 300k gewesen. Naja, egal. Egal, Freunde. Machen wir weiter mit dem 100k-Pick und schauen rein. Top oder Flop? Und da geht's auf und da ist natürlich die Special-Karte. So, linker Flügel. Ach, was habe ich gestern gesagt? Oder habe ich es heute noch? Habe ich es heute Mittag noch im Video gesagt? Ihn ziehen wir immer. Ich glaube, ich habe ihn jetzt in der Zeit schon 5, 6, ich will fast schon sagen 10 Mal gezogen. Gordon gefühlt in jedem zweiten Pack drin. Butcher noch als Walkout. Sehr, sehr nice, das 100k-Pack. Und wir werden wahrscheinlich gleich auch schon meine Reward-Packs öffnen, das 50k-Pack noch von der FC Pro Live-Geschichte. Ich habe mich gleich schon 60 Minuten geschaut. Oh, und noch ein Team of the Week. Ey, das ist ein nices 100k-Pack, nice. So, da ist der nächste Pick. Und wir bekommen wieder die drei zur Auswahl. Ich mache mir nebenbei schon mal auf. Oh, Asper soll ja sehr nice sein. Aber ich weiß gar nicht, wie die sich preislich jetzt noch verhalten. 46.000 Münzen, also leicht teurer als die SBC oder sagen wir mal Break-Even so. Aber Forster, 90 Schießen, 90er Dribbling. Das ist schon eine geile Kombi mit dem Tempo. Also ich glaube, keine schlechte Karte. Das können wir schon mal festhalten. Jetzt haben wir auch wieder 82-14er. Und wahrscheinlich gleich das 100k-Pack. Also gucken wir da mal rein. Lasst mich aber auch mal wissen zu den 82-14er. Öffnet ihr die noch daily oder habt ihr es sein gelassen? Also ich finde, man kann die halt einfach wunderbar recraften. Die haben es eben bei mir gesehen, da sind dann Team of the Weeks teilweise mit dabei. Der Team of the Week kommt dann halt einfach wieder in den nächsten Run. Man kann die eh dreimal pro Tag machen. Und dann ist in dem einen Tag mal vielleicht nicht großartig was dabei. Hier jetzt zum Beispiel wieder ein gutes Beispiel. Ja, der 83er geht direkt dann in die SBC. Plus dann ein paar 82er, zwei Stück, der Rest 83er. Dann ist ja ein weiteres Pack wieder recraftet. Nächster Team of the Week. Und deshalb ist das für mich eigentlich ein No-Brainer-SBC, dass man da einfach reingeht und das einfach Rinse and Repeat immer und immer wiederholt. Und irgendwann kommt vielleicht mal ein Tag, wo da was Gutes dabei ist. Bruno Fernandes und Team of the Week Opender. Sehr nice, sehr nice. Im Dortmund-Trikot kommen sie da um die Ecke. 85er, 84er, das ist doch die Definition von SBC-Futter. Sehr nice, guckt euch das an. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. Und schreibt natürlich in die Kommentare, Freunde, natürlich, was hattet ihr in eurem 100k-Pack? Schreibt es auf jeden Fall rein. Und wenn nicht, vielleicht holt das ja dann morgen ab. Wie gesagt, drei Tage ist es ja noch angesetzt. Falls ihr es also den einen oder anderen Tag mal vergessen habt, hier jetzt leider nichts Wildes.
Und weiter geht's. Der nächste Party-Mix, Kampagnen-Mix, der nächste Player-Pick ist da. Mit Cormonier. Sabitzer? Interesting. Arnold, Sabitzer hat er auch schon. Bundesliga? Nee, jetzt haben wir Kuchoro. Gioro. Okay, Gio wird mitgenommen und die ist preislich bei 84.000. Der hat sich auch dann noch gerade so gehalten. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass die tatsächlich noch günstiger geworden ist. Aber hier doppelter Preis der SBC. Nicht schlecht. Jetzt hier das 100k-Pack, das eben hat gar nicht gegönnt. Also es ist im Endeffekt das 100k-Pack for free. Ich habe es schon gesagt, Freunde. 6-mal oder 7-mal, ich glaube 6-mal war es. Bronzespiele abgeben. Absolut easy. Absolut easy, das 100k-Pack sich zu sichern. Das ist wirklich for free. Und wie gesagt, das ist ja nicht alles. Ihr nehmt das Goldpack mit, dann noch die Rewards aus den Zielen. Leider hier jetzt auch. Ja. Nichts Großartiges drin. Schade. Leider kein großartiges Special Card. Wir machen weiter. So, Freunde. Wir starten rein mit den Packs. Erstmal natürlich mit dem Goldpack. Und ja, werden dann von Pack zu Pack sozusagen besser. Wie gesagt, wir haben noch einiges zu tun. Player Picks, die 100k Packs etc. pp. Wir gucken gleich nochmal gemeinsam auf die Upgrades der SBCs und so weiter und so fort. So, jetzt hoffen wir auf einige Special-Karten. Und auf ähnliches Packtag wie die letzten Tage vielleicht, yay. Und dann sind wir auf jeden Fall happy. Dann sind wir sehr, sehr happy. 100k-Pack hier schon am Start, das halten wir uns noch gerade auf. Und dann geht's mit Team of the Week weiter, let's go. Es ist eine Frau, es ist ZM. Ja, muss doch. Gibt's nur eine. Mit Horan, 87er Rating und Onana, let's go. Team of the Week schmeckt sehr gut. Dann Elektro-Profi-Pack, da ist nichts, Galon. Kommt da nichts aus, rausgewalkt. Oh, kein Duplikat. Das hatte ich lange nicht mehr. Prime gemischtes in klein. Gönnt uns Kakre. Und keine Special-Karte, keine 80-Plus-Karte. Aber auch wieder kein Duplikat. Nehmen wir gerne mit. Ich habe ein bisschen den Verein, wie gesagt, leer geräumt. Beziehungsweise in SBCs gesteckt, was uns dann wieder weiter um Packs gönnt. Insofern, ja. Es werden pro Tag gefühlt jetzt einfach immer mehr Packs. Das ist, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, ich glaube, ihr feiert, dass wir hier jetzt immer viele Packs öffnen pro Video. Ich glaube, da habt ihr grundsätzlich nichts gegen. Und da werden wir gleich noch die Community-Packs öffnen. Also insofern, schlecht ist es nicht. Schlecht ist es nicht, Freunde. Ihr liebt Pack-Openings, insofern lasst gerne einen Daumen nach oben da für die Extra-Länge der Videos jetzt die Tage. Aber es ist ja auch nice. Es kommt so richtig viel raus. An Content von EA wird da gedroppt. Und insofern wollen wir gar nicht meckern. Das ist schön. Ein Aschmar 2er. Next Word. Komm. Gib uns hier Thunderstruck. Gib uns Thunderstruck Icon. Wir warten und hoffen. Wir warten und hoffen. Verbindung. Verbindungsprobleme. Ich glaube eher weniger. Aber dann wieder beide in den Untrade. Den einen habe ich jetzt in den Verein gepackt. Ich weiß nicht, ob das ein Visual Bug ist. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. 83, 2er, Walkout. Ich habe geskippt. Wer war's? Es wird Carvajal. Den habe ich dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht gezogen. Also halt wirklich. Ich glaube halt wirklich, ich habe den das erste Mal jetzt gerade gezogen. 83 mal 3er, next one. Wieder Walkout. Wieder der Skip von mir, weil keine Special-Karte. Und wenn es dann mal lädt. Nice, Diaz, 84er, Alvarez und Team of the Week. Ey, sehr, sehr geiles Pack, absolut wild. Und jetzt geht's los. 84x3er, next one. Kein Walkout. Jetzt können wir wirklich skippen. Team of the Week, nee. Alright, ab auf die Transferliste. Und jetzt wird es ernst, Freunde. 82x14 haben wir noch und das 100k-Pack. Habe ich richtig mitgezählt. Was ist denn los? Warum dauert es so lange, bis der Shop sich aktualisiert? Yay, und der Server. Hallo, yay, come on. So, Freunde, da haben wir es. Let's go. Nach gefühlten 5 Stunden geht es rein. Walkout, das sehen wir gerne. Linkes Mittelfeld. Hatten wir nicht schon gestern, Swanson? Yes, yes. Komm, Team of the Week. 83er, wenn es nur ein 83er ist. Jawohl, perfekt, frei. Dann können wir es direkt recraften. Die gehen auf den SBC-Speicher. So muss das Ganze sein. 2814er Nummer 2.
Und da immer noch keine Special-Karte, Freunde. Komm, Team auch durch. ZDM, Türkei. Serie A, da wissen wir auch Bescheid. Und... Nein, 86er, 84er und 286er. Das nehmen wir auch gerne mit. Also auch wieder erstmal auf den SBC-Speicher. Da ist Platz. Und jetzt das 100k-Pack. 84 plus garantiert. 3, 2, 1, Abfahrt. Jawohl. Team of the Week, Walkout, ZDM, England. Liga F. Wait, ist sie als Team of the Week gerade draußen? Where? Walsh? Where? Ja, Walsh heißt nicht. Where? 86er. Also, Barca, Freunde, nicht nur in den SBCs thematisch. Nehmen wir mit. Die wird wahrscheinlich sehr gut sein für unter anderem die SBC von Gushado. Und dann nehmen wir hier. Na komm, nehmen wir die Kreuzer mit. Machen wir kurzen und schnellen Prozess. Und einmal Discard. So, bevor wir jetzt gleich weitermachen, Freunde, habe ich erstmal die erste Information für euch, dass anscheinend Kroatien die geheime Nation sein soll. Ja, und damit hoffe ich, dass ihr in der ersten Runde gewonnen habt von der neuen SBC. 85 plus Player Pick. Geht ihr rein oder nicht? Lasst es doch lieber sein. Ich hoffe, ihr habt euch das 100k-Pack heute schon gesichert. Schreibt gerne rein in die Kommentare, was ihr dort drin hattet. Ich hoffe, ihr habt auch ans Event gedacht. Ich habe jetzt gerade 86% voll. Dann habe ich auch mein 50k-Pack ready und das Ganze komplett einmal abgeschlossen. Hier an der Seite könnt ihr jetzt mal das Video von heute Mittag sehen mit meinen Foot Champs Rewards. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Einmal mit Kroatien, mit der geheimen Nation. Ja, lasst gerne Liebe da. Dankeschön für euren Support und wir sehen uns dann gerne morgen hier an gleicher Stelle wieder. Wünsche euch einen entspannten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.